So, da bin ich wieder. Ich sag mal Moin. Heute wollen wir mal einen Ständer bauen, weil mich das so genervt hat, dass ich für die Morini keinen Ständer habe. Da ist kein Seitenständer, kein Hauptständer, dann bist du mit dem Ding unterwegs und weißt du, stehst du da und dann weißt du nicht, wohin damit. Also muss da ein Ständer her. Und ich will mal so einen Ständer, mache ich mit Harm. Harm ist mir auch da. Moin. Ne? Harm, du hilfst mir doch wieder. Ich helfe dir heute wieder. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich will mal so einen Ständer bauen, der so pflegeleicht ist, wo man so einen Hebel hat, so jupp. Soll ich das nochmal machen, das Geräusch? Das Geräusch? So, jupp. Und jetzt nochmal ohne Geräusch? Ja, ohne Geräusch. Oh, knack. Ach so. So, okay. Weißt du? Und da habe ich gedacht, ich habe mir so einen Zollstock hier, so zur Anschauung. Wenn hier jetzt so eine Gabel dran ist, so. Mhm. Und dann sind doch hier die Fußrasten. Ja. Und dann hast du hier so ein Hebel dran und jetzt geht das hier auf die Fußrasten zu, hakt ein und du siehst, dass dieser Punkt ja noch höher wird. Ja, ja. Und zack, ist das Rad in der Luft. Das finde ich gut. Und dann kann ich hier noch dran drehen am Rad. Du. Das bauen wir. Ja? Sonst sehen wir einen Baum. Nee, das machen wir aus Eisen. Ja, gut. Du. Also, du kannst doch eher ein Eisen als wie Eisen kann ich besser als du. Du bist doch kein Baumschnitzer. Ich bin kein Baumschnitzer. Oder Christusschnitzer oder irgendwie sowas. Nee. Das wollen wir jetzt gleich mal verfolgen, wie wir das machen. Das muss doch eigentlich leicht hinzukriegen sein. Das ist ein Bogen. Du hast doch hier was in der Birne, ne? Auch. Du? Wir haben ja zusammen Halbwissen und zusammen haben wir ein großes Wissen. So in etwa. Das Gehirn, ne? Das Ganze. Von uns beiden? Oh, hier, mehr das, nicht? Da, ja, das ist ja proportional, kann man das ja. Ich habe ja eher weniger. So jetzt. Bei mir ist das schon ein bisschen, weißt du, ist nicht mehr viel. Nee, ist nicht viel. Nee, aber wollen wir sehen, ob wir das hinkriegen. Du, ich dachte, wir nehmen so ein eckiges Eisen, also ein Rechteckohr. Nee, Rechteckeisen. Voll. Also dieses runde Eisen, Rundeisen gibt's doch und das in eckig. In voll jetzt. Volleisen in eckig. Machen wir. 12x12. Kann man auch Würfel draus bauen. Also eckiges Eisen nehmen wir dafür. Oder wir Rundeisen nehmen. Ich finde eckig schöner. Ja, wir nehmen eckig. Du, ich habe da schon was rausgesucht. Ja, wo denn? Komm mal mit. Was meinst du, Harm? Das Material hier? Ist ja jetzt eckig. Ja, wie nennt man das? Ein Eckrohr ist das denn? Nee, man sagt ja Rundeisen oder Eckeisen. Eckquadrat. Vierkant. Stahlrohr. Stahl mit Füllung. Mit Füllung. Mit Füllung. Ja. Quadratrohr mit Füllung. Ja. Rechteckstab. Ja. Rechteckeisen. Oder was ist das jetzt eigentlich? Ich weiß das nicht so genau. Ach, ist doch egal. Ist doch egal, es ist eckig. Ja, rundes, eckiges Eisen. Rundeisen in eckig. Mit Füllung. Ja. Bei Rundeisen weiß man immer gleich Bescheid. Ja, das ist so. Dann ja. So. Genau. Und auch groß gibt es das auch. So. Dann ist es aber schon rund Stahl. Komm. Ist egal. Wir bauen das auf jetzt. Nee, aber das können wir nehmen. Dann müssen wir bloß die Fußrastenhöhe einmal messen, wo die sind, damit wir dann weißt, ne? Aber es darf ja kein Kreisbogen werden. Es muss ja so ein elliptischer Bogen werden. Ein elliptischer Bogen? Ja, so, weißt du nicht, so. Aus Elliptien. Oder? Aus Ellipsianien. Aus Ellipsianien? Die Ellipse. Ja. Ja, ich könnte den Bogen mal aufmalen. Hätte ich Kreide da. Ja, ich hab. Hast du Kreide? Ich hab nix. Ne, ich auch nicht. Ich hole Aber mal. Wie wär's denn, wenn ich erstmal. Ich schneide hier was ab. Und dann macht man erstmal so einen Bogen. Ja. Und kürzer geht ja immer. Und man kann das ja den Ablauf dann auch mal so testen. Simulieren. Das gibt ja so eine Stände auch zu kaufen. Ja. Aber ich habe ja keine Lust zu, so ein China-Knilskram. Da müssen wir auch losfahren. Geschichte, die Kacke, weißt du, das taucht alles nichts. Ich kann nichts. Habe ich keinen Bock drauf. Machen wir nicht. Wir machen alles selber. Alles. Finde ich besser. Gut. Ich schneide hier mal zwei Stücken ab. Und hier oben als. Dann nehmen wir ein Stück Rohr. Halb aufschneiden, da wo die Fußrasten reinkommen. Hier. Das, was du hier mit dem. Guck mal, hier habe ich das schon. Ja. Das schneiden wir jetzt. Hier schneiden wir das ab. Ja. Und dann schweißen wir da ein Gelenk hin. Und dann muss das ja hier noch verbunden werden. So wird das ja denn. Ja. Gut. Hier sind die Achsen, so. Ne? Ich hab verstanden. Verstehst du? Ich verstehe. Ja, so kann man das bauen. Wir bauen das jetzt einfach. Ja.
Mensch, Harm, du bist ja schon ganz schön weit gekommen. Ja. Du, das ist ja super. Ich hab dein Thema mal aufgegriffen. Ja, hier sind die Schuhe. Sehr gut. Wollen wir das vor Ort anheften? Oder willst du das? Wir heften das vor Ort an. Ja. Müssen wir. Jetzt brauchen wir nur jemanden, der... Ich halte sie mit dich fest. So. Das ist eine gute Idee. Wir haben jetzt einen gewissen Höhenunterschied hier. Also, ich will das mal so sagen. Es gibt ja so eine Ständer zu kaufen, das hatte ich ja schon erwähnt. Aber wir wollten ja mal ein eigenes Design schaffen. Und ich glaube, das ist uns sehr gelungen. Auf jeden Fall, das ist ein sehr besonderes Design. Was brauchst du? Den Schweißergerät? Den Schweißergerät brauche ich. Und die Masse? Den Massagerät hier. Massabanner. Massabanner hier. So, und dann... Ich könnte das mit der Zange so ranhalten. Damit so. Ich mich nicht wieder verbrennen, meinst du? Ja. Warte, das kann ich ja auch. Ich muss das ja nur so halten, ne? Du musst das nur so halten, genau. Wir richten das mal irgendwie grob aus und dann gucken wir mal, ob er steht. Was hältst du? Ja. Können wir mit dem Ganzen, wollen wir das gerade mal umdrehen vielleicht? Wie umdrehen? Naja, dass wir mit dem Heck in die Richtung stehen. Guck mal hier, wir haben hier so ein... Wegen dem Untergrund. Wegen dem Underground. Ja, klar, mach ich. Mensch, haben, find ich schon. Das war eine gute Idee, du. Ja, dann klötert das da nicht so rum, ne? Hauptsache, die steht gerade gleich. Heb mal ein bisschen hoch. So? So, ja. Also das ist ja so. Es gibt solche Dinge ja zu kaufen aus gewissen Ländern. Wie ich schon sagte. Ja. Aus gewissen Ländern. Ja. Und wir haben jetzt das norddeutsche Schlittenmodell nach Andy Feldmann Art. Ja, weil ich das immer so gezeichnet habe, das Prinzip. Das ist so, dachte ich, das muss hier so rund so abrollen. Wenn der Meister sagt Schlittendesign, dann baue ich Schlittendesign. Gut. Und das haben wir das so gebaut. Ja. Und wir probieren jetzt mal. Wenn das nicht funktioniert, ne, dann können wir uns ja einen Schlitten da draus bauen. Wir bauen uns auf hier. Ja. Ist ja bald Winter. Hier so. Ja. Und dann du hinten drauf. Ja. So. Ich sitze hier oben. Ja, auf den Schultern, genau. Ja. Wir machen dann an die. Das ist ein Schulterschlitten. Das könnte auch ein Rucksack sein. Dann kannst du auch hier so rein. Ja. So. Kleine, sechsjährige. Könnte man. Du passt da rein. Was das alles sein könnte. Du. Aber nein, es ist ein Ständer. So. Jetzt wird doch nicht mehr so albern, glaube ich. Das war mein Ernst. Ach so, gut. Was wollen wir denn jetzt? Wir wollen diese Dinger da rein. Das ist jetzt das Prinzip. Man packt den hier so unter und dann soll er... Wir haben jetzt schon Arbeitshöhe. Also wir haben ihn jetzt schon... Ja. Wo sind denn jetzt diese kleinen Dinger? Die Schuhe. Die Schuhe. So. Ich habe doch die Schuhe schon gebaut. So, jetzt sind die weg. Nein, die sind nur woanders. Hier ist eine. Das ist gut. Und der andere. Da. Ich punkte das jetzt erstmal alles nur ran und dann lassen wir ihn mal. Soll ich lieber. Sonst verbrenn dir bloß nicht die Flossen. Nein, ich verbrenn mir nicht die Flossen. Versprochen. Du müsstest ihn ein bisschen halten, der wackelt mit sich. Ja. Und ich punkte ihn jetzt erstmal ran und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Denk mal gleich so, dass es nicht mit der Dings gegen die Schwinge kommt, dass er ein bisschen Abstand weiter hat. Raus. Ja, ne? Das kriege ich hin. Warte. Guck mal, da ist der erste. Das ist schön. Das sieht gut aus. Ne? Da kriege ich gleich einen zweiten hier ran. Ja. Guck mal. Fein. Ja, der müsste wahrscheinlich ein bisschen enger. Ja, das kommt gleich. Oder nicht? Oder sollen wir ihn so? Den biegen wir einfach mal. Ja, den biegen wir einfach mal zurück. Wie hast du den denn angeschraubt da drüben? Ah ja, das mache ich hier genauso. Den halte ich so hin. So, ne? So irgendwie. Na, ich kann ja, genau. Schieb ihn mal so ein bisschen hinter. Jawohl. Genau getroffen, du. So, gut. Das soll lang. Pass mal auf, den hebe ich mal hoch, Holz raus. Ja, aber eigentlich müsste der ein bisschen enger zusammen, aber wir probieren es aus. Ich hebe mal hoch. Zusammen kriegen wir hin.
Ja. Siehst du, der muss noch ein bisschen. Den drücken wir gleich zusammen. Ja, aber entscheidend ist ja, er steht jetzt. Mach, drück ihn mal da zusammen. Oder will er jetzt nicht da. Das machen wir, pass mal auf. Das machen wir mal gleich. Aber egal, wir machen das gleich. Aber das ist ja schon mal toll. Freisteher. So, und jetzt mach sie. Jetzt will ich losfahren haben. Ja, wir brauchen ja noch irgendwie einen Griff oder was? Einen Griff, meinst du? Und wir brauchen da irgendwie einen Griff dran. Hier muss irgendwo ein Griff dran. Weil Hebel. Jetzt ist das ja, also du kannst, wenn du den jetzt runterschiebst, drückst ihn runter, aber wir müssen ihn ja auch irgendwie hochkriegen. Mhm. Ja, also im Prinzip würde der ja wahrscheinlich, wenn ich den jetzt hier so mache, geht er ja auch runter. Ne? Ja, stimmt, das würde gehen. Ja, aber vielleicht sollen wir gar keinen Griff machen. Doch, ne? Griff ist immer schöner. Irgendwas Schönes, ja. Gedächtnisknoten. Was? Ein Gedächtnisknoten. Ach Mensch, Harm, ein Gedächtnisknoten. Kannst du, hier, damit, du, kannst auch, du bist doch Schmied. Das, du ja. kannst doch mal einen Knoten da reinschmieden. Das kannst du gar nicht, ne? Wir können das mal ausprobieren. Ja, wieso ausprobieren? Du kannst doch einen Knoten schmieden, du bist doch Schmied. Wir bauen warst du nicht auch hier extra so ein Seminar gemacht, Knoten? Ich war Schleswig-Holsteiner Knotenbeauftragte für die, ja. Stand in der Zeitung, schon, weiß ich noch. Habe ich 40 Jahre lang gemacht, ja. Professionell, Knoten. Knotenschmied. Ja. Also ja. Auch gordische Knoten habe ich geschmiedet. Gordische Knoten. Gordische Knoten, Schuhknoten. Echt? Ja. So, können wir mal einen machen denn? Ja. Lass uns. Aber wir müssen auch überlegen, wo muss der dann, soll der hier ran? Sollen wir noch eine Lasche ran machen? Hier so ein Ding, so. Und dann hier. Das halte ich für, ja, sehr gut. Der einarmige gordische Knoten. Knoten, Motorradheber. Ja. Herr von Knoten. Aber das können wir jetzt erstmal fertig schweißen. Würde ich den sagen. Schweiß ich mal durch. Weißt ja. du was? Du schweißt das durch. Ja. Und ich mach den Knoten. Ja, okay. Oder willst du den Knoten machen? Nee, ich kann das. Musst du mir mal zeigen. Ja. Ich würde es ja gerne auch selber machen. Schweißt du das mal durch und ich bereite vor. Wir schmieden den Knoten nachher zusammen. Ja, halte ich für eine sehr gute Idee. Na, Andi? Na? Du hast die Schweißwurst. Andi, du hattest ja letztes Geburtstag gehabt. Ja, das war schon einen Monat her. Jo, mindestens. Nee. Ach so, dann brauchst du auch eigentlich nichts, weil es schon so lange her ist. Hast du mir was mitgebracht? Ja. Zum Geburtstag? Hm, nachträglich. Jo, das sind noch die schönsten Geschenke, wenn man das später kriegt. Ja, dann freue ich mich. Gib mal. Kannst du? Oh. Ein Papierstück. Oh, geil. Ein zerknülltes Papierstück. Aha, aha. Jetzt weiß ich, was das ist. Ja. Hier, so eine Gürtelschnalle. Ja, gut, dann. Nein, das ist ja. Boah, geil. Also, den Gürtel habe ich nicht selber gemacht. Nein. Das hier hat ja das Tier gewachsen. Das hat das Tier für mich gemacht. Ja. Vom Ochsen. Aber das ist ein guter Gürtel. Das riecht wie Leder? In so einem Motorradladen. Mhm. Das riecht auch immer so. Wo die so Klamotten verkaufen. Ja, die mit den Fransen. So, jetzt müssen wir mal langsam gucken. Wa? Nein! Wie geil ist das denn? Ein Funktionspunkgürtel. Ja, und das ist ein Einzelstück, Alter. Nein. Den hab ich geschnitzt in so einem Styrodur-artigen Zeug für Modellbau. So ein ganz harter Kunststoff ist das, aber ein geschäumter. Dann habe ich das ausgefräst. Dann habe ich das in Sandguss mit lebensmittelechtem Zinn abgeformt. Und habe den Bügel, weil das war halt nur, das war keine zweiteilige Form, den habe ich da mit dem Brenner rangelötet mit Zinn. Nein. Ja. Und damit die Schraube besser hält, habe ich normalerweise so einen Gusszapfen, habe ich aber eine Schraube genommen, weil die bricht nicht ab. Nee, ich habe die immer so bei mir eingelötet, bei den Dingern. Ja, aber das halt, das passt, das Boah, muss man halt reinschrauben. Das ist das erste Merch-Produkt vielleicht. Ja. Und du hast das erste, weil das ist das Original. Funktionspunk. Und das ist ein Einzelstück. Du. Und jetzt musst du den mal ummachen.
Weil ich will wissen, wegen die Länge. Danke, Jörg. Gerne, Andi. Es hat mir auch echt Spaß gemacht. Hat mir echt Spaß gemacht, das Ding zu bauen. Ich kann heulen. Das ist schön. Boah, ich mach den mal an. Mhm. Leg den mal an. Ja. Der ist aber auch gut, ne? Ja, der ist auch toll. Habe ich mal gemacht. Du hast doch eine ganze Serie von gemacht. Ja, ne? Ich habe eine Kollektion auch. Oh, alle schon verkauft? Ja, so nach und nach. Ja. Doch. Mhm. Aber alles so verschieden, immer Einzelstücke. Da ist nicht einer wie der andere. Boah, das ist auch gut, dass der nicht schwarz ist. Genau, ich dachte, so ein naturbrauner, so ein bisschen auf alt gemachter. Ja, passt ja mehr zu mir, so Naturbursche, ne? So Natur, so ein bisschen verlebt. Naturbursche. Der ist bestimmt zu lang, wa? Ja, das ist mit Sicherheit zu lang. Also, ich habe ja ein Locheisen, können wir den noch verlochen. Ja, und wir können den mit einer guten Schere oder mit einer Blechschere können wir den auch abschneiden. Der ist auf jeden Fall zu lang. Hier mit der Schlagschere. Ja. Aus dem Rest kann man noch ein Armband machen. Da müsste auch so ein Endstück dabei sein. Hier, guck mal das. Da wird der nachher durch, ne? Genau, den müsstest du aber eigentlich eine Schlaufe weitermachen. Ne, jetzt müssen wir erstmal das Loch. Ich hole mal eine Zange. Ja. Da müssen wir mal sehen, welches Loch und welche Größe. Aber das kannst du ja machen. Ja. Wenn man die Brille hat, dann sehe ich nichts. Also die Murine wird ja nie fertig. Nö, nee, weil wir mal zwischendurch andere Sachen machen, ne? Echt? Die ist sogar gut hier, die Murine. Ja, die habe ich neu. Die gibt es auch ganz billig. Und dann knillst das mal weg. So aus, um den auch so gebogenen Blech, so gepresstes Blech. Und das ist die stabil. Das ist das Größte hier, das würde ich auch nehmen. Mal da. Und dann hier noch ein, das ist hier, wenn ich Bier gesoffen habe. Ja. Und dann ein, wenn ich unterzuckert bin. Ja. Und hier ist normal. Ja? Warte, bisschen, wo ist dein Knopf? Da, mach ich ein bisschen mittig. So. Nee, das muss ab noch. Ja, okay. Soll ich jetzt abschneiden? Ja, da ist die Schere. Oder so schräge, motzig schräge. Motzig schräge? Oder? Ja, so gerade. So funktionspunkmäßig schräge. Okay. Die kann was, oder? Ja, die ist gut. Mach ich hier eine kleine Ecke weg. Geil. Ja, jetzt bist du wieder wer. Mr. Funktionspunk. Ja, geil. So. Toll. Ja, nee, alles Liebe nachträglich. Ich war ja nicht auf seinem Geburtstag. Nee, er war doof. Nein, ich war nicht doof. Doch, weil er nicht bei mir war. Ja, gut, das tut mir leid. So, jetzt bin ich aber durch. Jetzt wollen wir Jörg das mal zeigen, das Produkt. Ja, ich bin gespannt. Aber da soll ja noch ein Griff ran. Mit einem Knoten drin habe ich. Ja, das ist ja überall so heiß. Ja. Harm, das ist ja so heiß nur. Ja, sollen wir einmal abkühlen im Wasser? Ab, passt ja da ran. Ja, schreck mal ab. Oh, da war er warm. So. Da haben wir uns das so gedacht, da muss man hier so drunter. Ach so, ihr seid bei den Stoßdämpfern jetzt rangegangen. Ja. Weil da ging das nicht bei den Fußrasten wegen der Genau, wir mussten zu weit hinter die Achse und dann wäre die ganze. Ah, das Ding wäre auch so lang geworden, ne? Genau, das wäre sehr lang geworden. Wäre das Schaltgestänge auch irgendwie im Weg gewesen? Wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, das war auch noch so. Ja. So, und jetzt kann man hier so drauflaschen, so in der Theorie. Geil. Da musst du noch so kleine Keile so unterlegen. Ja. Ja, funktioniert. Wenn man eben schnell ist, das noch nicht verkehrt. Du weißt was, Harm? Ich finde das toll, wie er sich einbringt heute Abend. Er kommt an, bringt mir Geburtstagsgeschenke und dann gleich. Wieder gleich im Dreck. Wieder im Einsatz, mit den guten Sachen. Mit der Zivilhose so. Ja. Ja. Toll. Ja. Das ist Einsatz. Gerne. Das ist Einsatz. Ja. Also wir sind schon ein gutes Team. Oh, das geht auch ganz gut. Pass mal auf, der muss einmal da auf die Fläche, wo man nicht so ein Krater hier in der Landschaft ist. Ja, Chef. Wo
Vorsicht, rückwärts piep, fahrt. Piep, 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 piep. So, und jetzt schlüpfe mal ein. Genau, jetzt musst du, genau, da musst du den Fuß jetzt mal drauf lassen. Ja. Man muss ja richtig so nach hinten, da muss er hin, ne? Aber weißt du was, die sollen nicht so lang sein, Jörg. Ich hab die hier von dem Vogel da gekriegt. Ja. Die können wir ja nicht abschneiden. Die sind auch. Von welchem Vogel? Von ihm? Ja, piep, piep, piep. Von Iron Bird. Ja? Ja. Iron Bird. Hab ich hier gefunden, in Wald. Guck mal, leg die mal auf die andere Seite runter. Da so? Da ja. Hast du sogar einen Strich schon, guck mal. Ach Quatsch. Hast du die Lass mal los? Ja, jetzt ist er. Nee, er kippt immer noch. Wieso ist noch? Der? Aber es ist ja auch so unwegsames Gelände hier. Ja, ja. So, jetzt lass mal los. Ja, jetzt kippt er nicht mehr. So ist ja gut, ne? Da lass ihn doch einfach anpunkten, ja. Dann schneiden wir das ab. Ja, genau. Brauchen wir gar nicht anzeichnen. Jetzt vor Ort. Vorsicht, jetzt ausgerichtet. Gibst du mal den Schweißhut? Da. Schweißhut? Jetzt keine Automatikhelm? Nee. Das gibt's ja nicht. Wir sind ja von der alten Schule noch. Ja. Du. Schwarz oh. Mit Elektrode, du. Na. Zündet nicht, ne? Nee. Zündet nicht. Oh, der zündet geil. Nicht, du. Du. Hat er? Guckst du mal, hat er? Du. Hat er. Ja, und eine andere Seite haben wir. Ja. Machst du? Ich hab einen Rücken hier. Du. Ja? Ja. Ich hab einen ja. Rücken hier. Mhm. Von lauter Bücken hab ich Rücken. Voll wie, ja, gut. Das steht aber wie eine Eins, das Ding ja. Jetzt. Hamkomat, Hamomat. Ja. Super gemacht. Vielen Dank. Wahnsinn. Kannst du ihn jetzt nochmal fortrollen und nochmal zurückrollen? Wir gucken, wie der abkippt. Vor, zurück. Vor. Nicht das Rad. Zu, ach die so. Hebelage. Der Maschine? Ja, der Maschine. Genau so. Und jetzt machen wir zurück. Guck mal, wie schön er da. Ach du, wenn wir dich nicht hätten, du. Ja, was? Ja, jetzt sind wir hier wieder. Jetzt will Herr mal einen Knoten schmieden. Ich helfe ihm dabei. Mhm. Und du zeigst mir das mal. Ja. Mal sehen, kriegt man das auch alleine hin? Nee. Also, weil wir haben ja. Ich muss dir das heiß machen. Du musst mir das warm machen. Heiß ist was anderes? Warm? Heiß sind die Weiber. Wir machen das warm. Normalerweise hat man ja so ein. Ich habe schon mal eine dicke, schöne Düse. Das ist eine gute Idee. Ne? Ja, das brauchen wir. So, was meinst du? Ja, du machst den Brenner an und ich sag dir, wo du es warm machen sollst. Ja. Und du passt bitte auf, dass du mir nicht die Finger mit deinem Brenner... Nee, willst du Handschuhe anziehen? Nein. Nee. Brauchst du das Loch? Nee, das brauche ich jetzt gleich, ja. Nicht ganz so scharf. Nee, nee. Ja, das geht. Und dann machen wir noch mal den Wohnbereich warm, bitte. Den hier? Ja. So. Alles? So. Ja, sehr schön. Schön warm machen. Eigentlich ist es ja nicht warm, es ist echt heiß eigentlich. Ne? Ja, das ist schon wieder warm. Gut, warte mal. So. Thank you.
Mann, mit dem wir da waren, bitte. Aber nicht das ganze Ende, ne? Nur da, ne? Ja, da, wo die Überschneidung hat. Da auch? Ja, da und dann dasselbe Stück nochmal hier rüber. Bisschen weiter von hier. Schön den Schüppel auch nochmal. Jawohl. Nochmal weiter rüber, ja. Schön rüberziehen die Wärme, jawohl. So, ja. Und jetzt nochmal da nochmal. Ja, gut, danke. Jetzt machen wir mal da drin bitte warm. Und da die Überschneidung auch nochmal, jawohl. Gut. Das ist geil, Horn. So. Von Gutes. Das ist geiler Knoten. Das muss jetzt richtig schön warm sein. Dann muss ich gleich an den Schraubstoff rüber. Mach mal wärmer. Schön warm machen. Siehst du den raus, den Zettel? Ja. Dreh noch mal. Wir können ja auch jetzt. Ist das Schlauchpaket lang genug? Können wir zum Schraubstoff damit? Dann gehen wir jetzt mal zum Schraubstoff. Jetzt ziehen wir den schön zusammen, weißt du? Hier vorne auch warm machen. Hier, da drin, zum Anfang. Jawohl. Ja, ja. Ich ziehe jetzt mal. Wahnsinn. Schön warm machen wir mal. Und auch den Ansatz da am anderen Ende bitte mal. Jawohl, gut. Gut, sorry. Hammergeil. Knoten. Wahnsinn, du. Jetzt hast du einen Griff. Da kommt noch eine Kugel ran. Das machen wir gleich. Ja. Oh, das hast du echt geil gemacht. Das ist so, der hat das drauf. 40 Jahre, du. 40 Jahre lang Knoten geschmiedet. Wahnsinn. Der ist so richtig. Für so ein dickes Eisen und dann so ein Knoten. Ja, oh. Dick ist das ja. Sollen wir die nochmal parallel machen? Nochmal ein bisschen? Kannst du? Ich hole mal den Kuchen. Mal begutachten. Das wäre aber gleich für ein Auto als Schalt. Knau. Und dann hast du, ja, hast du so einen Knoten in den Schaltknauf, weißt du? Ich glaube, ich habe einen Knoten im Getriebe. Das ist geil, du. Aber hast du rund genommen, ne? Rund, ja. Geil, ja, das Quadrat ist schwer irgendwann. Das flutscht ja nicht. Ja. So, fertig. Ich glaube, der Rahmen ist doch Schmied. Der ist Schmied. Der sabbelt zwar nur Scheiße, aber da hat er tatsächlich was gelegt. Irgendwas kann er doch. Sieht toll aus. Sieht aus wie ein Brezel. Ja. Könntest auch Bäcker werden können. Ja, ich hab damit angefangen, das war mir mal zu warm genug. Das kann Jochen auch, und mein Teig. Ja, Jochen kann das auch, ja. Boah, ich schweiß jetzt noch eine Kugel dran. Soll ich mal abkühlen? Und? Das ist ein Knoten. Der Knoten, ne? Jetzt kommt hier noch eine Kugel ran.
Hast du denn eine schöne Kugel? Ja. Ja. Ich hole mal eine. Gut. Schön haben. Kannst du mir das auch mal machen? Ich zeig dir das, wie das geht. Oh. Ja, du. Sollen wir das jetzt mal anschweißen? Ja. Schaltknopf. Ja. Shift. Knut. Kannst du auch einen Pahlsteg? Pahlsteg, ja, das wird schwierig. Das wird echt schwierig. Aus zwei Teilen vielleicht. Ja. Wahnsinn. Was geht denn noch für einen Knoten? Der gordische Knoten hatten wir vorhin auch schon als Thema. Eine Schleife. Eine Schleife, ja. Komm, ich schweiß den mal an. Ich bringe das Schweißgerät. So, jetzt. Da so? Mhm. Fertig. Echt geil. Man könnte jetzt noch mal mit der Feile noch mal die kleinen Hämmerspuren wegfeilen. Wir können ihn ja mal mit der Drahtbürste so ein bisschen. Wir können ihn mit einer Messingbürste abbürsten. Oh ja. So. Sind Sie bereit, Herr Feldmann? Jawohl. Jawohl. Na, schauen wir mal. Licht da auf? Ja. Geht. Das sieht gut aus. Guck mal hier, was Harm noch gemacht hat. Guck mal, Harm hat einen Knoten, ich habe noch eine Kugel dran. Und jetzt kann man das so schön. Zack. Ach, geil. Und zack. Wie so ein Schallknauf mit Knoten. Jetzt ist Feierabend. Ja. Also, allen Beteiligten dieses Unternehmens, vielen Dank. Gern geschehen. Haben wir mal wieder gut gemacht. Also. Abonnieren. Glocke drücken. Und auf Wiedersehen.